Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Last Epoch Let's Play. Gut, wir sind hier wieder beim Soulfire Dungeon. Wir haben leider einen Crash gehabt, wir sind rausgeworfen worden. Und ja, jetzt versuchen wir es nochmals. Genau, wir haben immer noch T1, schade. Sind wir kurz vor Boss wahrscheinlich rausgeschmissen worden. Gut, ja, ich muss eben schauen, also es liegt wahrscheinlich wirklich einfach wegen der Engine. An der Engine kann ich leider nichts machen mit meinem Betriebssystem bzw. PC-Specs und so. Kann ich leider nichts machen. Liegt einfach an der Engine. Liegt am schlechten Design vom Spiel auch. Jo, ich habe ja eben wie gesagt. Ich will einfach dieses Zeugs hier weghaben. Geht halt nicht. So. Also. Eben, ich möchte halt. Ich gehe mal unten durch. Ich bin unten durchgegangen vorher. Im vorherigen Ball. Oder Rad 2 sogar. Na, ihr Kutschen. Sieht zwar aus wie eine Belagerungsmaschine oder so, aber eher so wie eine Kutsche. Also, ja, es ist halt irgendwie. Es sollte eine Belagerungsmaschine darstellen, aber man hat nicht so. Flammending. Also die Menschheit hat griechisches Feuer gehabt. Die Griechen haben das Feuer recht gut eingesetzt und so. Aber das war's. Es gab nicht ein ähnliches Belagerungssystem. Und da hat der Entwickler einfach so gedacht, ja komm, wir machen das mal so mit einem Flammenstrahl und so. Es sieht einfach sehr lustig aus. Und ich sage gerne einfach andere Dinge drüber. Zum Beispiel Kutschen. Jo. Aber das werdet ihr vor allem im Red Dead Online Roleplay Let's Play sehen. Da dürft ihr gerne mitmachen, das ist ja online. Einfach Red Dead Online kaufen für 10 Euronen. Ist immer wieder ganz gut reduziert übrigens. Der Entwickler macht das sehr gut, Rockstar. Und macht einfach unglaublich viel Spaß, wenn man so ein bisschen Rollenspiel machen kann. Aber bitte nicht zerstören, sonst gehe ich in Lobbys, wo nur meine Freunde reinkommen, die wirklich sich benehmen. Gell? Und es ist sicher auch lustig, wenn mal jemand ein bisschen übertreibt. Das nicht, aber einfach benehmen. Und dann geht's gut. Das kann man halt in so einem Spiel nicht so machen, das intensive Rollenspiel. Sonst würde ich immer die ganze Zeit Autsch, Autsch müssen sagen. Oder ihr seid Luschen. Zu den Gegnern sagen, ja, ist nicht so interessant. Genau. Aber, ja, genau. Ich spiele natürlich gerne Last Epoch, wenn es nicht abstürzt. Jetzt in letzter Zeit ist es nicht mehr so viel abgestürzt, aber doch schon zu oft, um jetzt zu sagen, ja, mir macht es Spaß mit dem Absturz. Weil man hat immer wieder Content, den man halt einfach verliert. Das sind Soulfire Dungeons zum Beispiel. Also in den Dungeons, nicht nur Soulfire Dungeons. Ja, mal gucken. Aber ihr dürft gerne immer wieder schreiben, was ihr wollt, was ihr nicht wollt. Und was soll ich besser machen zum Beispiel auch. Ich habe schon das Gefühl, die Leute werden halt immer wie verwöhnt. Was ist das eigentlich hier? Was ist das? Liebe Entwickler, entwickelt das Spiel einfach fertig, bevor irgendetwas veröffentlicht. Und diese Sackgassen habe ich nicht so gerne, Entwickler. Das ist ja eine immense Sackgasse. Schade. Dass wir hier ein bisschen falsch gelaufen sind. Ja, das ist eine Missing-Textur gewesen, diese lila. So. Und auf den Konten, also auf den. Ja, was ihr da drauf habt bei den Türen, müsst ihr noch nicht so schauen. Später müsst ihr da schauen, weil ihr auch gute Items wollt. Schon wieder Moonwalk oder einfach schweben. Schön, dass die Animationen gut angezeigt werden. Das Spiel zeigt wieder in aller Pracht, wie gut es ist. Ich freue mich riesig auf den nächsten Patch. Ihr wisst gar nicht, wie ich mich freue. Ich brauche unbedingt jetzt wieder ein neuer Patch. Kein Hotfix, ein Patch.
Die Hotfixes machen eigentlich nie etwas, was bei mir bei Verlangen ist. Es ist immer etwas anders. Irgendwie so ein paar Sachen, die ich gar nicht kenne. Aber so richtig, das, was ich brauche, nicht. Ist irgendwie sehr lustig. Ja, jetzt droppen sie. Nein, das ist keins mehr gedroppt. Ich brauche diese Bällchen, um diesen Teil groß zu machen. Ja. Genau. Was ich wieder nicht sagen kann. Aber diesen, ja, Eiskor. Das war das Wort, das ich sagen wollte. Oh, hallo. Das ist auch cool. Ich muss mal Feuer Hungering Souls machen. Aber der ist leider immer einzeln. Ich mag ihn nicht. Ich mag eher so ein Multi. Hungering Souls. Also man kann ihn, glaube ich, mit einem Unique Item doch ein mehr machen. Mehr gekastet werden. Aber ob das genug stark ist, wahrscheinlich nicht. Ich bekomme keinen Schaden. Ja, eben, das ist für Level 40 ungefähr oder Level 50. Jetzt nicht gerade so anspruchsvoll noch. Aber ohne Crash müssen wir jetzt mal hier durchkommen. Sonst hole ich deine Mama, lieber Entwickler, lieber Chef von Eleven House. Ja, ja. Ja, es geht gut. Man kommt vorwärts. Die Wege sind ein bisschen schwer zu finden. Es hat etwas Längeres. Die Entwickler wollen, dass wir ein bisschen länger dranbleiben. Also ich jetzt hier beim Durchwackeln zu erreichen. Ich will ja eigentlich schon fast durchrushen, ob es geht nicht so gut. Weil ich noch nicht so einen starken Bild habe. Okay, hier ist die Laterne. Die habe ich vorher angesprochen. Was die Soulfire. Also die Hanging Souls zufällig umwandelt. Ohne dass man mit dem Leveln von Hanging Souls da nur eine Seele castet. So, gucken wir die an. Hanging Souls ignite on hit instead of possessing. Ja. Aber es tut gar nicht umwandeln, also sie sind dann gar nicht rot. Doch sind die 100% auf Hanging Souls Base Damage converted to fire. Genau das, was ich am letzten von den Bonis angeschaut habe, ist es. Gut. Also bitte nicht abstürzen. Das ist ein Legendary, okay. Wird umgewandelt, also bekommen wir Legendary Drops direkt über. Aber eher nicht. So, jetzt haben wir hier nochmals etwas zum Lesen. Können wir gerne machen, wenn es auf Deutsch dann ist. Okay, das müssen wir mal. Genau, wie geht der Boss? Das ist ein Ride, okay. Okay, das hat irgendwie gar keinen Schaden gemacht. Ich weiß es nicht. Okay, da brennt der Boden. Das können wir gar nicht ausweichen. Das können wir ausweichen. Und jetzt ist er tot. Gut, also wir haben das erste geschafft, aber müssen wir nicht noch ein zweites, das haben wir geschützt jetzt. Ja, müssen wir noch ein bisschen weiter scheinbar. Ah, jetzt kommen wir in diesen Raum, stimmt. Den kann ich auch noch. Und hier können wir das auswürfen lassen. Mit Geld. Oder mit Seelen. Genau, Soul Gumble. Wir brauchen Dolche, aber vor allem Stäbe. Stäbe gibt es jetzt noch nicht. Und einfach wenig. Da ist erschienen. Ist ein guter Dolch. Okay, hat eben diesen extra Boni noch vom Soulfire Dungeon. Nicht zurückkaufen, ich muss einfach weiter. Geh mal weg da. Wir können nur einmal, wir können nicht irgendwie neu resetten oder so.
Was nehmen wir denn noch? Was brauchen wir noch? Wir brauchen einen Helm für den Weaponbild da, Animate Weaponbild. Brauchen wir den Set-Helm. Aber der wird wahrscheinlich eher schlecht. Ein Unique-Item? Ah, jetzt haben wir ihn! Den Skulk of Ding. Squirrel-Helm. Okay, den Bild kann ich auch noch machen. Jetzt. Aber er ist nicht so gut gerollt. Machen wir weiter. Brauchen wir nicht noch Schuhe? Dawncrow. Wir nehmen Schuhe mit. Exalted Item, sehr gut. 29 elementare Resistenz. Ja, den nehmen wir, ziehen wir den gleich an. Und jetzt haben wir zu wenig. Oh ja, es ist nach oben 95. Jetzt haben wir zu wenig. Also, da ist auch zu wenig. Da können wir das nächste Mal rollen. Und jetzt müssen wir einfach uns umziehen. Und dann noch den Drachen nochmals versuchen. Wir haben hier noch ein Item mit Cold-Resistenz. Genau das Item. Sollen wir das nehmen? Es ist dann nicht so viel Cold-Resistenz. Haben wir nicht noch ein anderes Item? Ich brauche irgendwie mehr Cold-Resistenz. Und das ist halt sehr schwer in diesem Game. Ah, ein Ringmaß, aber nicht der Ring, der hat keine Cold Resistenz. Wo ist der? Der hat ein bisschen Elementar und Cold Resistenz. Der hat wenig Minion Damage. Der hat viel Minion Damage. Aber ist das nicht besser? 30, 31 und ist 20, 51, 58 und hier ist 55. Ja, wir müssen den umwandeln. Also. So. Also machen wir noch die Sachen rein. Wir müssen ja jetzt den Drachen nochmals versuchen. So. Ich werde noch ein bisschen mehr überlegen, was genau mache ich. Ob ich, welchen Bild ich jetzt weitermache, aber ich ziele auf wirklich den Necromancer wieder, den neuesten Necromancer-Skill. Mit den Rites. Und da brauche ich einfach diesen den Ghost. Make, ja, diesen Ghost Dagger. So, Kohleinpass, kommen wir wieder zurück, okay. Einfach davor wieder. So, hallo. Da ist noch ein Bären. So viele Abklingzeilen. Also, und hier ist die Arena, okay. Dann haben wir das auch schon freigespielt. Jetzt müssen wir hier hin. Und bitte kein Absturz während dem Kampf. Ich habe ihn ein bisschen probiert. Erst gegen Ende, ich habe so, ja, vielleicht 10% Leben ihn runtergekriegt, rastet er ein bisschen aus. Also so unglaublich ausrasten mit mehrfach Casts und sehr viel schnelleren Ding. Und das müssen wir ein bisschen. Ja, das kann ich jetzt. Oh, das ist noch geslowt. Boah. Oh nein. Jetzt weg, 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 weg. Jetzt. Ja. Er ist noch langsam jetzt in dieser Phase. Ist er noch langsam? Jetzt. Nein, raus, raus, raus. Wow. Oh, ist das knapp gewesen. Mach nicht so viel Schaden leider. Oh, Achtung. Weg, 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 weg. Jetzt. Ja, ich mach sehr wenig Schaden an ihm. Es fehlt schon wirklich an den Minions. Nein, 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 nein. Boah. Er hat ein bisschen mehr Probleme jetzt gerade in der Cast-Geschwindigkeit. Raus, raus, raus. Jetzt, okay. Wow. Also jetzt gerade läuft es sehr gut. Er castet, glaube ich, immer schneller diesen Strahl, also diesen Hauch. Genau. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir manchmal bei uns auch noch diesen Ding casten.
Healing Totems bei uns. So, jetzt weg. Hey, ich bin nicht drin gewesen. Was war da am Boden? Ich war nicht im Hauch. Frechheit. Ja, mit diesem Bild geht's gar nicht. Es geht nicht. Ich kann nicht irgendwo hin teleportieren. Es geht einfach nicht. Okay, Versuch gescheitert, aber immerhin. Okay. So, also noch ist es zu wenig. Die Minions, die sterben auch immer sofort von diesem einen Ding. Also ich müsste die Minions eigentlich auch rausholen und ich will nicht immer den A-Knopf drücken. Das ist ein bisschen so umständlich. Also weiterhin Ghostmaker Farm. Wir können hier weitergehen, genau. Ja. Und ja, ich mache einen Livestream und dann können wir dort auch ein bisschen besser schauen nach Items farmen. Dann macht es mir natürlich viel mehr Motivation und wenn ihr mit Ding schaut, dann macht es mir noch viel, viel mehr Motivation. Und ja, eben, ich denke, Pass of Exile wird auch wieder kommen, auch wenn ich dort auch relativ wenig Zuschauer bekomme. Aber das ist einfach so, das Spiel ist auch schon älter und die sind halt immer wieder ein bisschen gleich. Es macht aber trotzdem immer sehr viel Spaß, nur eben, ich muss größer sein, um wirklich auch Leute wirklich da zu holen oder dass sie zuschauen. Die meisten denken, ja, der Drago Basel, der ist nicht so gut, der findet wahrscheinlich auch nicht so tolle Items und so. Dabei bin ich wirklich sehr, sehr eigentlich glücklich über meine Drops. Also ich tue mehr droppen als andere, habe ich so das Gefühl. Bessere Sachen droppen. Und das stimmt auch, also in Last Epoch habe ich gute Items schon gefunden. Jetzt online. Im Singleplayer habe ich ja da viel mehr Mühe gehabt. Also der Herald of Squirrel haben wahrscheinlich andere noch seltener gefunden, noch viel seltener. Der war bei mir aber auch selten. Also er ist jetzt erst das erste Mal gedroppt. Und ich habe so einen